Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier bin. Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich habe eine kleine Odyssee an Aufnahmen hinter mir. Ich hoffe, dass jetzt alles gut laufen wird. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich habe wieder dieses altbekannte Problem, dass sich bei mir Minecraft einfach so wieder aufhängt. Und ich habe keine Ahnung, wieso und weshalb. Ich kann euch aber ganz kurz, weil ich wieder zurück nach Hause laufe, zusammenfassen, was ich so unglaublich für tolle Dinge verpasst habe. Ganz einfach. Ich war auf diesen einen Fackelberg da, weil ich eine Höhle gefunden habe und wollte dann wieder schnell zurücklaufen. Habe aber irgendwie die falsche Richtung erwischt. Bin jetzt hier, wo ich gerade langlaufe. Autsch. Langgerannt und wurde dann von ein paar Monstern geplättet, mal dann tot. Dann bin ich wieder in meinem normalen Zuhause in dem kleinen Dreckloch da gespawnt, was eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Woraufhin aber, was mache ich denn hier für Scheiße, ey? Alter, ich laufe gerade eine Scheiße zusammen, das ist unglaublich. Moment, kann ich irgendwie... Ganz, ganz kurz, Super Secret, nein, nicht wieder. Ich weiß nicht, ob die Musik jetzt hier zu laut ist. Das letzte Mal habt ihr euch ja beschwert, dass sie zu leise war. Jetzt habe ich sie ein bisschen lauter gemacht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt zu laut ist. Ich kann es nicht einschätzen, ihr müsst mir das sagen. Wenn ich aber so ein bisschen höre, finde ich, die ist schon ein bisschen laut, ne? Also lauter als sonst. Ich mache es einfach mal und ihr sagt dann wieder, wie es war. Weil ich muss ja wirklich mal gucken, wie ich das einstellen muss. Wie gesagt, ich glaube, sie ist mir zu laut. Jedenfalls, so war ich. Dann bin ich halt eben dann ganz heldenhaft gestorben. Oh, man sieht gar nichts. Also, es sieht alles so grau aus. Und man dachte dann so, oh Gott, das ist ein Skelett. Es geht der Spaß schon los. Und dachte so, du musst dein Loot einsammeln. Ganz dringend. Und das wurde schon, wo ich habe kein Essen. Ich habe nur das und das. Super, ich muss irgendwie wieder zurückkommen. Ich dachte, ich habe den Faden verloren, weil ich irgendwie total durchschnitt bin. Ja, dann bin ich wieder zurückgerannt und au! Ja, komm, leck mich am Arsch. Um halt Loot zu holen und bin auf dem Weg, den Loot zu holen, wieder verreckt. Und jetzt bin ich wieder einen Loot holen gegangen und lebe noch. Und wie man sich das jetzt hier schon so denken kann, ist das nur ein temporärer Zustand des noch Lebens, weil ich jetzt hier schon wieder Leben verloren habe und... Oh, ich würde gerne mal durch, danke. Und, Alter! Lass mich schon durch. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Ich renne gerade einfach wild durch die Gegend, hoffe jetzt gerade irgendwas zu finden, was Hinweise darauf liefert, wo ich lang muss. Es sieht wieder extrem schlecht für uns aus, Freunde. So richtig schlecht. Oh, da vorne ist... Ich glaube, da vorne... Ist es eine Spinne oder ist es... Es ist eine Spinne, glaube ich. Eine Spinne wäre zu Worst Case gewesen. Und ich glaube, ja, es ist eine Spinne. Und da vorne ist wieder ein Skelett. Oh, Leute, ich werde jetzt hier gleich wieder verrecken. Dann bin ich innerhalb von einer Aufnahmesession dreimal ineinander verreckt. Das ist dann, glaube ich, ein neuer Rekord meinerseits. Ich möchte aber anmerken, mein Wille zu überleben ist da. Ich mache das nicht mit... Ah! Ich hab keinen Bock mehr. Nee. Nee. Scheiß auf den Loot. Ich suche nochmal neues Eisen. Oh, nee. Alter. Sprengt er mir alles weg, ey. Oh, da fange ich halt wieder von vorn an. Ich krieg's nicht hin, Leute. Sorry. Ich krieg's nicht hin. Ich muss nochmal alles von vorne zusammensuchen. Es ist so ätzend. Ich bin jetzt drei. Scheiße. Leute, ey. Warum will ich nochmal Minecraft als Projekt wieder machen? Es ist gerade einfach nur so verdammt scheiße, ey. Ich habe jetzt eigentlich schon wieder keinen Bock mehr. Oh. Es regt so auf, einfach. Okay. Gut. Neuer Tag, neues Glück. Super scheiße. Ich habe einfach... Eigentlich ist es... Eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Mal so gesehen, es ist einfach so assi, was mir jetzt hier gerade alles so passiert. Wenn ich jetzt noch einmal verrecke, ich gehe da nicht nochmal hin. Mir scheißegal, dann vergammelt mein Eisen halt dort. Ich war zwar so stolz darauf, Eisen gehabt zu haben, aber naja.
Das findet man schon irgendwann mal wieder. Ich versuche mich lieber jetzt hier drauf zu konzentrieren, wie es jetzt hier weitergeht. Ich brauche dringend Nahrung und Kohle. Nahrung und Kohle. Ja, das Wichtigste ist erstmal irgendwie Nahrung. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass halt im Update die Sachen auch langsamer wachsen, weil hier geht irgendwie nicht gerade so die Post ab, ne? Sie machen es einen schon ziemlich schwer hier zu überleben. Ich muss einfach mal gucken. Ja, wie mache ich denn das? Ich werde jetzt einen. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Ich werde einen Ofen machen und mitnehmen, dass ich unterwegs, wenn ich irgendwas töte, es auch grillen kann. Das ist jetzt hier erstmal so mein Plan. Ich werde dann schon mal hinrennen und mein Loot holen. Das sage ich jetzt noch 10-mal, um es mir wieder vorzubeten. Nein! Nicht noch einmal. Darauf habe ich echt keinen Bock mehr. So, jetzt haben wir den Kumpel hier. Ich habe bestimmt keine Kohle mehr, oder? Habe ich noch Kohle? Nee, die Kohle hatte ich natürlich. Ach, hier ist noch ein bisschen Kohle. Oh, es kotzt so an. Ah! So. Gut. Übrigens passend zu der Musik. Ich habe zwar die ganzen Ansagen vor uns schon gemacht. Allerdings ist natürlich die Aufnahme jetzt für den Arsch, weil ich mehrmals gestorben bin und die Framerate dann weg war und dann alles nicht mehr ging. Was übrigens total geil war. Wenn das jetzt noch einmal passiert, raste ich aus. Ich wollte eigentlich eine Kopie von der Welt erstellen. Das mache ich jetzt irgendwie doch. Habe ich jetzt irgendwie doch nicht gemacht. Vermutlich wird meine eigene Dummheit jetzt auch ziemlich bestraft. Nun gut. Mal gucken, wie es so weitergeht. Ich habe hier zu meiner Verteidigung irgendwo eine geile Höhle gefunden. Das ist da unten? Nee, oder? Ich muss mich erstmal wieder neu orientieren. Und ich sollte möglichst vielleicht hier irgendwo auch was zu essen finden. Also irgendwie Tiere, die ich ein wenig bearbeiten kann. Na, dich jetzt eigentlich weniger. Und in der Kumpel das vorne eigentlich jetzt auch nicht so. Och, Leute. Ich habe eigentlich gar keinen Bock da drauf. Ja, läuft super. Das sind hier diese unschönen Löcher im Boden. Was ich eigentlich vermeiden wollte. Naja, ist halt Minecraft. Creeper gehören dazu. Leider. So. Ja. Ich merke schon, ich komme jetzt überhaupt jetzt zu keiner Ankündigung zu irgendwas, weil ja ständig irgendwelche neuer Shit passiert, den ich jetzt hier in irgendeiner Art und Weise kommentieren muss. Was ich halt sagen wollte, ist, wie es schon zur Musik passt, ich werde Banjo-Kazooie bald anfangen. Ich habe dieses Projekt schon übel lange vor mir hergeschoben. Das hat aber mehrere Gründe gehabt. Wo bin ich? Scheiße, ey. Ich war irgendwo diese eine Höhle, in die ich jetzt rein will. So von. Ah, ein Huhn, was zu essen. Sehr gut. Huhn, 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 Huhn. Stopp. So. Ich habe Banjo-Kazooie aus mehreren Kunden nicht angefangen. Oh, noch ein Huhn. Sorry, ich muss jetzt erstmal jetzt kommentieren, dass ich gleich Schüler töte. Oh, Alter, wie gut ist mein Schwert? Ich mache den mit einem Hit down. Boah, ich bin übrigens ein Hühnerkiller. Hühnerkiller! Ich habe noch eins gehört. Hallo? Huni, Huni? Huhn? Hallo? Da sind noch Hühner. Ja, gesagt, hat mehrere Gründe, warum ich das. Ich fange jetzt den Satz hier schon noch 10-mal an. Ich sehe es jetzt schon. Ist noch irgendwas Wichtiges? Nee, okay. 5 Keulen. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt hier reichen werden. Ich mache mal lieber 6 draus. Tut mir leid, Huhn. So. So, wo war ich nochmal? Ach ja, Banjo-Kazooie. Ja. Fange ich bald an, das neue Projekt. Ich habe es, wie gesagt, übelst lange von mir hergeschoben, aus mehreren Gründen. Das habe ich, glaube ich, jetzt, wie gesagt, schon zum, keine Ahnung, wie oft meisten gesagt. Oh, und da geht's. Ich glaube, ich werde diesen Satz gleich nochmal anfangen müssen, weil hier geht's runter. Das ist genau die Höhle, die ich gesucht habe. Stopp. So. Oh, ich dachte gerade, wir wären ein Zombie. Ja, der Grund, warum ich bin schon. Da geht's ja auch. Geht's ja auch schon runter? Oh. Oh. Interessant. 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 Oh, oh, Huhn! Erschreckt mich nicht so. Wie viel Holz habe ich? Es wird jetzt eng mit der Kohle, weil ich keine Torches habe. Aber
Was so eine Höhle, war das schon ein praktisches Equipment-Teilchen, Ding sie. Das habe ich natürlich. Ach, ich mach das hier echt super. Ich bin richtig vorspart gerade. Egal. So. Jetzt beschlossen wir mich irgendwie jetzt hier. Oh, fucking. Ich meine natürlich. Oh, Mist. Ich spring mal einfach jetzt mal hier runter und hoffe, dass ich jetzt nicht gleich verrecke. Gut. Okay, da unten, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, ich habe jetzt immer noch gesagt, warum ich immer noch nicht Banjo Kazooie angefangen habe. Was ich aber jetzt sagen werde. Der einfache Grund ist, dass das Spiel für den Emulator nicht so gut funktioniert. Und ich es am liebsten eben auf der Xbox 360 gespielt hätte, also Banjo Kazooie. Weil es da einmal in HD-Auflösung ist und wie gesagt, es dort keine Grafikprobleme gibt. Und es sich nicht einfach potenziell aufhängen könnte oder ähnliches. Wisst ihr? Oh Gott, was ist denn hier los? Warum ich das jetzt doch spiele? Warum ich das doch jetzt anfangen werde? Ist der einfache Grund. Hallo? So. Ich glaube, es ist gerade keine gute Idee, das anzusagen. Es passiert gerade so viel. Wow! 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 Shit! Fucking! Fucking! Fuckers! Fucking! Fucking! Fuck! Fuck, oh Gott, da ist ein Creeper. Nein, 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 das wird heute nicht mehr. Das wird heute nichts mehr. Nee. 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 Wieso versterbe ich an der Mund? Ich hab halt nichts mehr. Scheiße. Ich hab halt mein Zeug verloren. Scheiße. Ich hab ganz ehrlich, ich bin jetzt kurz davor, das Minecraft-Projekt abzu. Brechen, weil es mich einfach nur so ankotzt. Ich verrecke in einer Tour. Wieso sterbe ich so oft? Habe ich irgendwie den Respekt vor diesem Spiel verloren? Ist es schwerer geworden? Habe ich einfach nur Pech? Ich bin noch nie so oft bei Minecraft gestorben. Vor allem, ich habe mich jetzt schnell eingebuddelt, damit ich mir noch irgendwie schnell noch was machen kann, um mich zu regenerieren. Und dann ist direkt unter mir noch eine weitere Höhle gewesen. Damit rechnet man nicht, ganz ehrlich. Wer rechnet mit sowas? Scheiße, ey. Jetzt habe ich schon wieder übelst viel Zeug verloren. Ich krieg's nicht auf die Reihe, ne? Ich muss schon wieder von vorne anfangen. Leute, tut mir leid, dass dieses Let's Play so unendlich unglaublich scheiße ist. Ich hab selber nicht mit einer so extremen Scheißigkeit meines Let's Play-Projektes gerechnet. Schön. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt in Ruhe meinen Satz zu Ende machen, zu Ende sprechen. Ja. Ich habe Banjo Kazooie noch nicht angefangen. Ja, irgendwie rede ich schon seit 10 Minuten noch von Banjo Kazooie. Ich versuch's jedenfalls. Wie gesagt, weil die Emulator-Qualität nicht so gut ist, rein grafisch, gibt es oft Bugs. Bei Banjo Tool ist es teilweise auch so, dass das Spiel einfach abstürzt. Jedenfalls war das vor einiger Zeit noch so. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen mal geändert haben. Ich muss mal ganz kurz husten. Was natürlich bestimmt in meiner unendlichen Professionalität, die ich derzeit aufweise, nicht rausschneiden werde. Ein weiterer Grund ist auch, dass ich dieses Projekt erst anfangen wollte, also Banjo Kazooie, wenn ich einen gewissen. Nach dieser Aktion jetzt hier will ich nicht sagen Skill und auch nicht Professionalität sagen, ich weiß nicht. Ich wollte halt eben dieses Spiel erst anfangen, wenn ich ein erfahrener Let's Player bin. Wenn ich ein wenig besser im Kommentieren bin, wenn ich. Keine Ahnung, wenn ich halt eben ein bisschen in meiner Materie drin bin und ich denke so langsam. Habe ich den Punkt erreicht, wo ich sagen kann, gut, machen wir es mal, ne? Ich bin jetzt zwar nicht super mega gut, ihr wisst ja, wie scheiße ich bin. Also guckt euch das mal hier an. Guckt euch dieses Let's Play hier an. Das ist total. Oh, jetzt. Ah! Ja. Oh ja, you can only sleep at night. Mm, oh ja, und dazu noch übelst laute Musik. Mm, oh. Leute, ganz ehrlich. Ihr habt letztens rumgejammert, dass die Musik viel zu leise ist. Ist das so besser? Gefällt euch diese Lautstärke besser? Mir ist das irgendwie viel zu laut. Ich würde ausrasten als Zuschauer.
Ganz ehrlich. Wo war ich nochmal? Ach ja, meine Let's Player-Qualitäten. Ja, man merkt auch, wie gut ich am Ball bleiben kann bei meiner Erklärungen. Ich verliere irgendwie gerade permanent den Faden. Ich weiß auch nicht. Ich bin halt eben so ein bisschen scheiße, müsst ihr wissen. Ja, wie gesagt, ich wollte. Oh, es ist so schlimm. Ich höre einfach auf. Ich höre einfach auf, mit Venture Cosui zu reden. Man schreibt immer wieder von vorne an. Man merkt, ich habe gerade irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne von einem, keine Ahnung, Guppi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich fange mal mit Venture Cosui an, weil ich es mir jetzt zutraue und weil ich hoffe, dass keine allzu schlimmen Grafikbugs auftreten, weil ich es ursprünglich auf der Xbox 360 machen wollte, aber einfach keine besorgen konnte und jetzt scheiß drauf. Jetzt hat Dirk das Spiel auch angefangen, ich gucke sein Projekt und habe jetzt wieder Blut geleckt. Ich will es auch spielen.